Ja, hallo zu meinem ersten Versuch über Twitch mal einen Logistikvortrag, Logistik-Comedy zu machen. Ich bin gespannt, alle sind gespannt, sind sogar ein paar Fans da. Also Logistik no problem, Baby, wie bin ich drauf gekommen auf diese Idee? Eigentlich bin ich drauf gekommen, weil immer alle Logistik als, boah, ist das so schwierig und Rocket Science. Dann denke ich mir so, Leute, mir hat mal einer gesagt, Martin, was du machst, das kann die Oma. Stimmt. Die Oma, also meine Mutter jetzt, die ist also auch Oma, ne? Also die hat immer einen Plan. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass so manche Logistikmanager nicht so den Plan haben. Da werden Dinge gemacht, da kannst du echt, bin ich kurz vorm Herzinfarkt. Und darum geht es heute. Ne? Warum gehen so viele Sachen schief und hinter sind die Logistiker, die es gemacht haben, angeblich dran schuld? Und dann denkst du 10 Sekunden drüber nach, denkst du, nee, eigentlich woanders. Ne? Das heißt, warum müssen wir sowas studieren, damit wir eben Pläne machen können, die auch diese Manager eben überzeugen können, weil eben, wenn ich sage, meine Mutter hat es so gemacht, das würden sie nicht kaufen. Also wäre besser dann schon, ich kann es vorrechnen. Einen Schluck Kaffee trinken, ganz wichtig. Sonst bin ich auch nicht einsatzfähig. Gut, also wir haben gerade dieses Bild da gesehen, diese Supply Chain mit Industrietextilien, wir können etwas anderes nehmen. Das ist heute immer so irre kompliziert, irre viele Schritte, alle hängen voneinander ab dann und wenn irgendwo irgendeiner auch nur hustet, das ist der berühmte Sackkreis in China, kennt ihr ja, ne? Wen stört der Sackkreis in China? Der stört. Könnte ja sein, dass die Spelzen irgendwo in das Textil eingearbeitet werden, man weiß es nicht. Das heißt also, immer wenn sowas passiert, bricht sofort das Chaos aus. Okay, jetzt war Corona. Corona ist jetzt nicht so ein kleines Chaos, muss man zugeben. Das ist also ein Big Problem, sehe ich ein. Jo, dann weinen sofort alle. Überall sind sie alle am Maul und sagen, das kann ja gar nicht sein. Wir müssen gerettet werden. Und das geht mir am meisten auf den Sack. Erst machen die Leute die Supply Chain so schön auf Kante genäht, so alle hängen von allen ab. Am besten Single Sourcing. Ne? Hier haben wir ehemalige Studierende, schlaue Manager jetzt, ne, oder sowas. Ist Single Sourcing schlau? Nein, das lernst du im ersten Semester. Single Sourcing ist scheiße. Mach sie nicht. Und was machen sie? Genau das machen sie. Ne? Ich kann mich an die Klausur erinnern, da wird dann gefragt, vergleichen Sie das? Single Sourcing, Cross Sourcing, Multiple Sourcing, Dual Sourcing, was ich was für ein Sourcing, irgendeine Sourcingerei. Dann machen sie Single Sourcing wieder. Ey, haben die von Lopez nichts gelernt? Ne? Volkswagen, alle unter Druck gesetzt, bis eben die Preise unten waren. Das war toll für die Preise, schlechte Qualität, aber du hast nur noch Schaeffler, der was ich irgendwie Getriebe liefert. Was für eine scheiß Idee! Das geht schon fast 20 Jahre her, ne? Also ist unglaublich. Und dann weinen sie alle, regen sich drüber auf, ach, wir müssen gerettet werden. Arbeitsplätze. Und die Politiker, ne, so, Arbeitsplätze, wir müssen was tun. Was machen sie natürlich auch dann? Geld, 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 toll. Dann sage ich, gut. Also ich kann nur sagen, Mittelständler, Kleinunternehmen, Gewerbetreibende, denen ist das nicht so. Ich war selbstständig und da ging es uns mal so richtig scheiße. Ist um 2000 so gewesen. Ne? Und die Bank dann, Herr Wirker, Sie können ja bürgen. Ne? Und da meine ich, womit? Ja, Sie haben eine Wohnung. Meine ich, nee, ich habe keine Wohnung. Doch, wir haben wohl eine Wohnung. Meine ich, ich habe keine Wohnung. Das sehe ich doch in meinen Akten. Meine ich, Moment mal. Sie sind mein Firmenbetreuer. Woher wissen Sie, dass ich über die gleiche Bank privat eine Wohnung finanziert habe. Ich habe das mal an mich gezogen. Was ist das denn für eine Scheiße? Schon was von Datenschutz gehört? Na egal, Details. Aber dann habe ich gesagt, tut mir leid, Sie können meine Frau fragen, die Wohnung gehört ihr. Wie denn das? Bei mir ist es anders, meine ich. Ja, haben Sie nicht aufgepasst. Mit der Gründung der Firma habe ich alles übertragen. Ich bin doch nicht doof. Ach so, ja, dann ist gut. Ihr Wort reicht mir jetzt. So wirst du behandelt, wenn du klein bist oder selbstständig bist. Ne? Aber wenn du genug Masse hast, ne? Kann ich sagen, das nervt mich voll an. Wer die Entscheidung trifft, muss für auch den Kopf hinhalten hinterher. Ne? Und wenn du die Gewinne eben privatisiert hast, muss hinterher eben die Leute, die Kohle haben, müssen die wieder zurückgeben. Das ist dann eben so. Und nicht den Staat rufen. Das mag ich überhaupt nicht. Gut, danach hat man das Ever-Given-Problem. Das heißt, das Schiff stand quer im Suezkanal. Witzigerweise heißt es wahrscheinlich Evergreen, man weiß es nicht. Entsprechende Bilder belegen das ja. Ein Riesenpott, eines der größten, die es so gibt. Und jetzt ist Krieg in der Ukraine. Gut, alles Probleme, die Supply Chain belasten. Aber es kann doch wohl nicht wahr sein, dass einem da nichts mehr einfällt. Jetzt muss man doch überlegen, was man dagegen tun kann. Natürlich
Sofort sind wieder alle möglichen Berater unterwegs und erzählen, was man so tun kann. Ich habe da mal was zusammengestellt, eine kleine Sammlung gemacht und hier am Ende habe ich eine Übersicht vom Maschinenmarkt Logistik. Und was sieht man darin? Das sind alles Allgemeinplätze, Dinge, die in jeder Vorlesung vorkommen. Die Supply Chain rekonfigurieren, was soll denn das bedeuten? Das ist doch oberflächliches Gequatsche. Und das ist eins der Hauptprobleme, die ich da immer wieder beobachte. Ohne jeden Zweifel gibt es Katastrophen. Ohne jeden Zweifel passieren Dinge, die nicht passieren sollten. Aber dann hat man alles auf Kante genäht. Es bricht sofort alles zusammen. Und was soll man dann tun? Ja, das, was man eigentlich immer schon getan hat. Also Standardzeug. Für mich ist das alles nur kalter Kaffee. So, da bin ich wieder. Kurz Kaffee holen, ne? Wichtig. Ich bin ja top vorbereitet, hatte auch keinen Kaffee, aber die Kaffeebohnen waren alle, konnte ich nur einen kleinen machen. Aber der Jürgen hat mir einen schönen Kaffee gebracht, der kam eben persönlich hier rein. Kaffeeboten, da gibt es nichts Besseres. Also, es ist ja, Leben ohne Kaffee ist nicht vorstellbar, aber das für mich nicht. Ne? Also, das ist total irre. Gut, also, was man also braucht, ist dieses Risk Management, Supply Chain Risk Management. Man kann also, das ist schön, ne? Man kombiniert Buchstaben miteinander, gibt immer was Neues, ne? Kannst immer was Neues verkaufen, ist immer gleich. Nur mal so. Supply Chain Risk Management. Als ich mich um eine Professur beworben habe, das ist ja nicht so ganz einfach, ein bisschen ganz Deutschland unterwegs. Ich habe einmal einen Berufungsvortrag gehalten. Herr Wölker, machen Sie eine Vorlesungseinheit zum Supply Chain Risk Management bei den Betriebswirten. Habe ich Ahnung davon? Nein. Aber es gibt Bücher. Ach, habe ich mir ein Buch rausgesucht, eine Dissertation, also ein Buch, Dissertation zum Supply Chain Risk Management. Das habe ich dann einfach erzählt da. Moment mal, das war ein Buch, das musste gemacht werden. Vorher war die Dissertation, die musste auch gemacht werden. Das war so 2009, würde ich mal sagen, da hat der Junge, der Kollege das doch mal so um 2000 so, 2005 so erforscht. Und der hat ja nicht blind gearbeitet. Das ist doch alles bekannt. Also warum tun die nichts dagegen? Warum kein Risiko? Ja, dann denken wir so, haben die keine Ahnung? Nein, das sind ja alle studierte Leute. Also wirklich alle, alle Manager, ne, studiert, hohe, tolle Sachen. Dann fragt man sich, was haben die denn studiert? Also sehr viele sind, also es gibt auch ein paar Techniker, gerüchteweise. Also soll mal einen geben, aber es sind wenige. Viele sind Juristen, viele sind erstmal Betriebswirte, aber die haben nichts zu halten. Es sind Juristen. Und was haben Juristen gelernt? So zu managen, dass man nicht in den Knast geht. Alles andere ist da nicht so richtig hohe Priorität. Und ansonsten Geld. Geld ist wichtig, wichtig, wichtig. Sehe ich ein, ohne Geld, ne, ist alles nichts. Ne, aber nur Geld ist auch vielleicht, kannst du essen, ist doof. Ne? Dann fragen sie natürlich, warum machen die das? Sind die denn bescheuert? Können sie ja nicht sein, sonst werden sie ja keine Manager. Obwohl, man weiß nicht, manchmal werden auch Jobs geerbt. Man weiß es nicht so ganz genau, wie die in ihre Jobs kommen. So, ne? Aber egal, ignorieren wir das mal. Also ich unterstelle mal schlaue Leute, ne, die also das Richtige tun, aber die arbeiten nach anderen Kriterien. Also, ne, Logistiker, Controller verglichen. Controller sind für mich jetzt so der. Ah. Hallihallo. War so kurz laut, weil draußen ist Hoverkraftrennen. Ne? Das haben wir extra gemacht, weil es so schön laut ist. Ihr wisst ja, Werbung heißt auffallen. Laut, 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 das sind wir. Na gut, also, was wollte ich sagen? Die Controller stehen für mich jetzt für Geld. Leute, die auf dem Geld fokussiert sind. Und da gibt es unglaublich viele irrsinnige Beispiele, wo man sich die Frage stellen muss, ja, sind die denn noch ganz bei Trost? Na, mich hat noch mal gefragt, wie sehen Sie das so? Meine ich, ja, der Controller ist der natürliche Feind des Logistikers. Weil der Logistiker will es richtig machen, der muss einen Balanceakt so hinkriegen, der muss immer Reserven haben und der Controller, Geld sparen, Geld sparen, Geld sparen. Na, ich kann mich an so ein Ding, auch so Einkäufer sind auch so Leute, ich kann mich daran erinnern, ja, ist eine gute Idee, Herr Wölker, das haben wir mal gemacht. Wir sparen Frachtkosten, jawohl, aber im Lager ist die Hölle ausgebrochen, weil die Paletten zu hoch waren, also Idioten. Okay, Details. Ne, auch da gibt es natürlich wieder tolle Erfahrungswerte, die dummerweise der Realität entsprechen. Ein Beispiel ist, als Logistiker kriegst du ja meistens einen Auftrag, plan was. Also planst du was und wir haben was geplant. Und ich war ja dann der Geschäftsführer in meinem Unternehmen, habe dann dem Kunden was erzählt, ne, und ich kann das ganz gut. Dann haben die gesagt, oh, Herr Wölker, das machen wir. Gute Idee, Herr Wölker. Dachte ich, toll, zurück zu meinen Kollegen, mein bester Materialflusspartner, das war mein eigener Cousin, er hat eben da, wo ich promoviert habe, hat er Diplomat geschrieben. Toll, meinte er, Martin, das geht nicht. Er war ja Cousin.
Das kann man sich dann erlauben, ne, sagen, geht nicht. Meine ich, ja, kann sein, Christoph, keine Ahnung. Ich hab's verkauft, mach's wahr. Berater eben, ne? Man muss ja seiner Rolle gerecht werden. Also haben wir das auch gewahr gemacht, haben das also geplant und getan und so und so. Und es war, und er hatte recht, es war super eng. Also es war wirklich, also die Fläche war so, du konntest sie kaum, also toll. Also Flächennutzungsgrad, perfekt. Immer waren Leute, ganz toll, alle waren begeistert. Und dann ruft der Standortleiter mich an und sagt, Herr Wölker, kommen Sie mal zu mir. Gut, ich hin zum Kanal, meinte, Herr Wölker, die Leute beschweren sich über Sie. Die beschweren sich über mich? Das sind doch gar nicht Ihre Leute, das sind doch von der Logistiktruppe welche. Ihr habt doch 613a, ne? Also Jura muss er auch können. Ne? Habt ihr doch welche outgesourced, die sind jetzt weg. Jetzt sind die ja da. Und sind Ihre Leute? Ja, aber ich kümmere mich. Fand ich ja sehr ehrenhaft von ihm. Und sag ich, das ist ja nicht. Die sagen, jetzt kommt's, der Doktor hört nicht auf uns. Ja, haben die einen Ratter? Haben die einen an der Klatsche? Spinnen die? Kann man sehen, ich kann mich gut aufregen. Ne? Also ich dann runter ins Lager, ne, und bin komplett ausgerastet. Ne, seid ihr bescheuert, bla bla und so. Naja. Aber ich wusste ja, und noch ein Gast. Ja, da kommen noch Leute. Ja, unsere eigenen Medienleute sind da. Halleluja, gelobt sei der Tag. Die sind wir so selten eigentlich. Wir sind hier in Pirmasens, kleiner Standort. Ne? Wir werden ja mal von den großen Standorten dominiert. Das ist leider so. Aber egal. Annika guckt mich böse an. Annika ist ja mein liebes Helferlein. Ne? Und okay, ich soll langsamer und akzentuierter sprechen. Das kann ich sehr wohl. Wenn ich sie sehe, werde ich nervös und spreche dann auch so. Also kommen wir wieder zurück. Also ich runter ausgerastet. Hab dann, naja. Und dann haben wir die Fläche entspannt, weil ich war ja schlau. Wir haben das geplant und haben den Controllern genau erzählt, wir haben alles verplant, genau auf Kante, war alles zu. Und es war Elektronikmontage, das heißt also spezieller leitfähiger Boden, schweineteurer Industrieboden, weil man muss mit dem Stapler fahren können und trotzdem muss er leitfähig sein, also sehr teurer Boden. Und wir hatten mal so 150, 200 Quadratmeter, hatten wir als genutzt ausgewiesen. Die brauchten wir gar nicht. Die haben wir dann schön bei der Umbau, aber die vollgestellt, gnadenlos, das hat nichts, alles war voll. Und dann haben wir eben erkannt, oh, wir können das da mal ändern und haben das zurückgestellt. Da war plötzlich Platz, haben wir die gespannte Fläche entspannt. Ich sage nur, wir waren die Könige. Ne? Raffiniert, wie ihr das gemacht habt. Ja, aber ihr wusst ja, mit dem reden, also musst du immer die als Logistiker Reserven haben, aber die Typen vom Geld müssen glauben, du hast gar keine Reserven mehr und dann auf irgendwie, weil du ja brillant bist und weil es umplanst und so. Ne? Das ist das Schöne, wenn man davon echt Ahnung hat. Deshalb muss man studieren. Ne? Also viele Sachen, die wir so tun, können auch sagen wir mal, Fachkräfte für Lagerlogistik, muss man zugeben, oder andere Leute, da gibt es genügend. Ne? Aber das ist schon ein wichtiger Hinweis. Ja, aber es ist ja nicht nur so, dass dann immer so die, direkt so die Controller so die, oder das Geld das Problem ist. Ich habe mal ein anderes Projekt gemacht, das war das erste Projekt, wo ich selbstständig war. Toll, war so ein Konzern. Und da waren, also wir waren da, wir waren sozusagen die Techniker im Lager. Wir durften Lagerplanung machen, nur so, gut. Parallel war noch ein strategischer Consultant da, so eine Truppe wie McKinsey, aber nicht McKinsey. Namen nenne ich jetzt nicht, man kann mich ja anrufen, erzähle ich dann gerne mal weiter, wer das gewesen ist. Also die Typen, die für 2000 Euro aufwärts pro Tag arbeiten. Ne? Die saßen in den Büros, haben getippt, heute, was macht ihr? Billig, egal. Details. Dann brauchten die Daten. Dann haben sie gesagt, Herr Wölker, geben Sie dem mal Daten, Sie können das doch. Ich arbeite zum Ingenieurssatz, ja, als Berater im Lagerplanung und die da und ich muss denen die Daten geben, mit, da gibt es doch gar nicht. Habe ich dann gemacht, dann stand ich da, habe da am Rechner gearbeitet, war damals noch Textmodus und so. Dann stand die Frau Doktor so und so hinter mir, guckt über die Schulter und meinte, oh, das habe ich auch schon mal gesehen, war der Norton Commander. Ne? Also, das ist ja fassungslos, die kriegt den doppelten, dreifachen Satz dafür? Irre. Dann haben die analysiert und getan und gemacht und so und schön. Haben vom Konzernvorstand präsentiert. Tolle Sache, ich habe die Präsentation gesehen. Hab gesagt, geil, ihr macht Folien. Super duper, ganz toll. Ich war hellauf begeistert von den Folien. Der Vorstand hat entschieden, wir machen eine Outsourcing, Umsourcing, Konzernzerschlagung, irgendwie sowas. Also da wurden Firmen rausgegründet, neue AGs gegründet, ganz fantastisch. Wir beschäftigen uns mit dem Lager und entdecken das Pseudolager. Hier, was ist ein Pseudolager? Weiß das einer? Hier? Die Experts, was ist ein Pseudolager? Weiß keiner. Wir haben es gesucht. Also wir haben auf einem ganz Konzern, Industriegebiet, ne? Könnte ja sein können, dass die noch anders in der Halle haben. Ne? Überall gesucht. Wir haben das Pseudolager nicht gefunden. Also waren die Buchungsdaten immer drin. Immer, ne? Toll. Da dachte ich, uiui, da geht die Hälfte vom Material durch.
Ein Drittel aller Buchungen? Uiuiui, da muss ja was los sein. Das muss ja die Hölle sein da. Wo sind diese Leute? Gut, wir sind ja vor Ort, im Gegensatz zu diesen Beratern, die oben in der Verwaltung sitzen oder sowas, ne, haben dann mal, ich habe den alten Lagerleiter gefunden, der war kurz vor der Pensionierung, ne, hat gesagt, ja, damals, wissen Sie, ne, da haben wir SAP angeführt, aber wir hatten keine Produktionsplanung. Wie? Ja, wir wollten die dann kontrollieren, dann haben wir mal alle Zwischenprodukte ins Fertigwarenlager gebucht und wieder zurückgebucht und dann konnten wir das sehen. Meine ich, aber ihr habt doch jetzt Produktionsplanung. Und das ist doch jetzt Bullshit, das ist doch alles jetzt doppelt gemoppelt irgendwie. Ja, hat man wohl vergessen abzuschalten, meine ich, super. Dann denkst du, echt? Ihr seid doch ein Konzern. Ihr habt IT-Leute, die wahrscheinlich auch ein Schweinegeld kosten. Ne? SAP-Berater, alles Mögliche. Ne? Und dann sowas. Ich rauf zum technischen Controlling, meinte, ihr habt uns Daten gegeben, wir haben die analysiert. Wir haben was gefunden. Aha, habe ich das erklärt? Ihr müsst euch vorstellen, die haben dann so Bürozellen gehabt, minimale 8 Quadratmeter, ne? Also so 1,5 Meter breit, ja, 5 Meter so, minimalst, wie es sich gehört. Er sitzt dann da, guckt krampfhaft in seinen Rechner, ich hocke auf der Tischkante neben ihm und der designierte CEO von einer dieser Ausgründungs-AGs geht vorbei. Sieht uns da und wir sahen wohl depressiv aus irgendwie. Kommt rein und meinte, na Herr Wölker, was ist denn? Das war toll, war mein erstes selbstständiges Projekt. Ne, der war dann so alt, wie ich jetzt bin, so 60 war der so. Ne, der hatte für uns so ein väterliches Verhältnis zu den Juniorberatern. Das fand ich ja sehr süß von ihm, dass er das dann gefragt hat. Da hätte ich nur gedacht, oh scheiße, wenn du ihm jetzt sagst, ihr habt die falsche Zahlen an eure Berater gegeben und die habt ihr schon auf ganz obener Ebene schon präsentiert, den schmeiß ich raus. Das ist doof. Dachte ich, okay, das kannst du nicht machen. Da habe ich gesagt, ja, wissen Sie, ich bin ja jetzt kein Buchhalter, auch kein Betriebswirt, ich bin ja Techniker, ne? Ich habe das nicht so richtig verstanden. Das sind Geheimnisse der Buchungskreise im SAP, das kann Ihnen der Controller erklären. Der fand das super, dass er das jetzt erklären durfte, hat dann erzählt, der Worker hat gefunden, wir haben den Beratern falsche Zahlen gegeben und ui. Ne? Da muss man sich vorstellen, dann steht der Mann, also ich hocke dann da auf dem Tisch, ne? Und da ist der Controller und er steht zwischen uns so, guckt ihn an. Das war so ein 2-Meter-Mensch, Jurist von Haus aus. Dreht sich um, richtet sich kerzengerade auf, guckt mich an und sagt, Herr Wölker, haben wir ein Problem. Ich bin Physiker. Also Physiker schießen Teilchen aufeinander, haben Milliardenereignisse, suchen eins raus und haben das Higgs-Boson gefunden. Ne? Jetzt habe ich hier ein Drittel Bullshit-Daten. Da wird mir ja schlecht bei. Aber ich wusste ja schon, wie du das jetzt sagst. Ne? Das kann er nicht machen. Ne? Aber gesagt, gut. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, wenn auch aufgrund falscher Tatsachen. Guckt er mich an, in die Augen, dann ist er gut, Herr Wölker. Gerade noch von der Schippe gesprungen, ne? Und das sind so Erfahrungen. Ich könnte noch mehr so Stories erzählen, wo ich denke, ey Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ihr könnt doch nicht immer nur einen Aspekt, ihr müsst das Gesamte sehen, den Zusammenhang sehen. Und Logistik macht das eben. Du siehst immer Zusammenhänge. Du hast immer mindestens 2 Schnittstellen, rein und raus. Geht gar nicht anders. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu vielen anderen Spezialisten. Okay, war ein Scherz, eine Postillion-Meldung. Ne? Aber die Sache mit dem, das muss super schnell sein, die ist schon nicht ganz unrealistisch. Das ist schon so. Ne? Und auch, dass Sachen eigentlich vorher schon da sein sollten, ne, ist auch nicht ganz falsch. Ne? Da gibt es nicht Programme, so KI natürlich, die darüber nachdenken, wo muss es sein. So. Also das gibt es schon. Ne, die Silke König-Bert, ich gehe mal aus dem Bild hier raus, so zur Seite. Klar, früher hat man erkannt, Lager teuer, teuer, teuer. Ne? Wir machen Just-in-Dingsbums und wir auf der Straße lagern, alles gemacht worden. Toll, toll, toll. Ne? Dann macht man natürlich, wenn immer die Frequenz wird höher, wenn immer größere Mengen, ist wunderbar. Und irgendwann haben wir Amazon eben dieses ganze E-Commerce-Zeug. Das ist ja auch schön, dass wir das E-Commerce-Zeug haben. Da bin ich auch begeistert von. Ne? Aber es hat sich da einiges doch getan. Ich muss mal kurz hier reingehen, damit ich auf meine Karten nochmal gucken kann. Man vergisst ja doch das eine oder andere. Gut, die Frage ist also dann, dann wird immer gesagt, ja, die Kunden wollen das. Meine Mutter bestellt immer schon, auch als ich noch zu Hause war. Das war nie ein Problem. Die macht das mal ganz genau, da ab 65 ist Versandporto frei, dann plant das genauso durch. Meine, wie viel schickst du zurück, auch in Klamotten und so. Kommen wir jetzt zur Oma zurück. Ne? Die Oma hat nämlich einen Plan, ne? Und die hält sich auch an den Plan. Und ist nicht so wie manche Studierende, das ist ja halt total lustig,
Du sagst dann, oh, wir haben ein Buch und das wollen wir vielleicht mal kaufen. Im Master habe ich auch sowas gemacht, den Dörner, der hat dann schon gelesen. Oh, bald kommt die Hausarbeit. Ja, da nickt einer. Ich weiß ja, wie das ist. Ja, in einer Woche müsst ihr die Hausarbeit abgeben. Da muss Amazon natürlich jetzt liefern, heute bestellen, morgen da, besser noch am gleichen Tag. Ey Leute, planen, planen, planen. Es ist schön, wenn es spontan ist. Kostet ein bisschen mehr daneben. Aber den Kunden wird ja erzählt, das kostet nicht mehr. Das ist alles so billig. Wir haben immer alle schon gesagt, was nichts kostet, ist nichts. Interessant. Jetzt machen wir was, was nichts kostet. Aber es ist doch was. Ist ja bequem für uns. Wer zahlt denn jetzt die Zeche für den Scheiß? Irgendeiner muss das machen. Ne? Geht doch gar nicht anders. Ja, ist doch ganz einfach. Erstmal die Umwelt. Ne? Also wenn ich überlege, wie viele Pakete durch die Gegend geschippert werden. Der helle Wahnsinn. Ist doch ganz klar. Der Kunde will nicht zahlen. Der Produzent will nicht zahlen. Der Händler will nicht zahlen. Wer bezahlt? Na, die Mitarbeiter. Guck dir doch mal an, wie die Paketdienste bezahlt werden. Das ist doch der helle Wahnsinn. Irre. Gibt lustige YouTube-Videos, wo Paketboten von der Straße aus die Pakete vors Haus werfen. Ne? Oder keiner da, dann legen sie es hin, machen die Matte drüber, keiner sehen kann, dass da ein riesen Paket runtersteht. Klar, die werden ja beschissen bezahlt. Und nach Stückzahl werden die bezahlt. Und Mindestlohn, wen führt der Mindestlohn? Lagerarbeiter. Man kann auch mal wieder googeln. Es gibt ja auch investigative Journalisten, die da schon mal drin waren. Datenschutz, Überwachung der Mitarbeiter? Machen wir nicht, nein. Aber wenn einer zu oft aufs Klo geht, weiß man. Kann da nicht wahr sein. Also einer muss immer bezahlen. Von nichts kommt nichts. Das ist das Problem. Und diese Billigmentalität haben die Kunden nicht immer gehabt. Die ist anerzogen worden. Okay. Also, das war wegen der ChatGPT-Abfrage. Ich habe das Video eingetippt, kam dann so raus. Und kann man sagen, ja gut, wenn die KI eben schlauer ist, warum hat er das gesagt? Letzter Konsequenz, weil er natürlich genügend Quellen hat, wo das so drin steht. Das ist wieder das alte Problem. Man weiß das alles, alles bekannt. Man scheißt drauf. Wegen eben, muss ja Umsatz gemacht werden, muss Marge gemacht werden. Und das finde ich also nicht in Ordnung. Ich bin nicht sicher, ob eine KI das machen sollte. Da habe ich dann doch vielleicht ein bisschen Bedenken drüber. Vor allem, wenn man weiß, wie die Dinger funktionieren. Ich habe ja sogar darüber promoviert. Das ist schon 20 Jahre her, unglaublich. Da denkt man sich so, Mann, 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 Leute, ne? Ihr seid ja mutig. Ne? Ist ein tolles Werkzeug, benutze ich auch gerne. Ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung, dass die junge Generation, da sind ja jetzt ein paar hier, ich hoffe mal, im Stream sind welche zugeschaltet. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich da hier gucken müsste. Wahrscheinlich gibt es das wieder im Twitch-Desktop-Board oder sowas. Ich weiß es nicht, mir egal. Ich habe Hoffnung, dass das besser wird. Weil ich merke es an meinen Kindern, ich merke es an vielen anderen jungen Leuten, dass man auch andere Prioritäten setzt. Dass es nicht mehr so fokussiert ist. Es geht nur noch darum, Karriere machen, Geld zu machen. Das ist vielleicht eine Hoffnung. Und ich hoffe eben, dass das dadurch besser wird. Letztendlich brauchen wir eben eine andere Logistik. Logistik, ne, 70er Jahre Logistik, ne, Jünemann, wo ich promoviert habe und die anderen Kollegen da, immer das gleiche, Maschinenbau, also Technik plus Informatik plus Betriebswirtschaft, Geld. Und da müssen wir wegkommen. Wir müssen drüber hinauskommen, wir müssen dahin kommen, wo der Mensch in Fokus gesetzt wird. Unser Mensch, nicht nur die Leute, die da arbeiten, sondern insgesamt muss das so gesehen. Wir brauchen also eine homozentrische Logistik. Und ich glaube, das könnte gelingen, wenn man das oft genug erzählt und wenn vielleicht die Leute, die da seltsame Entscheidungen treffen, auch zur Verantwortung gezogen werden. Diese Hoffnung will ich nicht aufgeben und ich baue da auf die nächste Generation. Und ich denke mal, so bilden wir die Leute auch aus. Ich danke euch. Ja, bis demnächst wieder. Das mache ich bestimmt nochmal. Tschüss.